Nein, der FC Schalke hat keinen neuen Kicker. Jens Keller wollte sich nur selbst wieder richtig verausgaben nach dem emotionalen Abend gegen Basel. Die Erleichterung ist bei allen spürbar. Aber Ruhe hat der Trainer deshalb nicht. Das wissen auch die Spieler. Klar haben wir unter Druck gespielt. Nicht nur wir, aber auch unser Trainer. Und deswegen am Ende haben wir für ihn gesagt, dass dieser Sieg wichtig ist. Nicht nur für die Spieler, für unseren Kopf, aber auch für ihn, damit wir eine gute Woche und ruhige Woche haben können. Tatsächlich ist die königsblaue Lage etwas entspannter. Aber der engagierte, ehrgeizige Trainer wackelt weiter. Es bleibt dabei. Nach dem letzten Hinrundenspiel wird abgerechnet. Das wankelmütige Team kann nichts anderes machen, als mit Keller weiter Gas zu geben. Wir arbeiten ganz normal. Also dieser Thema ist ganz ehrlich nicht meiner. Kommen nicht auf meine Kappe, müssen wir unsere Arbeit auf dem Platz machen. Und wegen, ob Trainer bleibt oder nicht, das ist eine Entscheidung von Manager. Und ja, müssen wir warten. Am Sonntag kommt der SC Freiburg. Schalke fehlen dabei Draxler und Hövedis aufgrund von Muskelverletzungen. Nach dem letzten Auftritt der Breisgauer in Gelsenkirchen genau vor einem Jahr wurde Huub Stevens entlassen, Jens Kellers Vorgänger.